Herzlich willkommen zu unserer heutigen Speechbubble-Sendung zum Thema Essen. Hallo, wir sind in Nederland und wir sind im Supermarkt. Flasche holen wir die? Ja, die. Nein, nein, die. Fla. Drop. Gehakt wel. Boerenkool. Boerenkool. Kaas. Fla. Drop, fla. Drop, fla. Drop. Boerenkool. Letzte Mal hatten wir die Quizfrage, was bedeutet Schöttbullar? Schöttbullar. Schöttbullar. Schöttbullar sind kleine Fleischbällchen, die man auch gern mit Marmelade isst. Hier habe ich ein Glas Preiselbeeren mitgebracht aus Schweden. Hier hinten steht das nochmal in verschiedenen Sprachen drauf, also in Schwedisch, in Englisch, in Deutsch, in Französisch und in Spanisch. Sag mir, Josephine, warum stehen die dort eigentlich hinten drauf? Die stehen da hinten drauf, damit Leute, die aus einem anderen Land kommen und sich das kaufen wollen, damit die wissen, was das enthält. Mhm. Jetzt kommt noch ein Beitrag aus Altglienicke über das Thema Essen. Wir haben jetzt hier doch jemanden gefunden, wo wir filmen dürfen, in der Fleischerei. Sag mal, Josephine, wenn du hier einkaufst, was würdest du hier kaufen? Also ich würde mir Salami, ungarische Salami, Knacker und Leberwurst. Und was würdest du nicht kaufen, was dir nicht so schmeckt? Na, also erstmal Sülze und na hier Pferdebockwurst und Pferdeknacker. Hier in der Fleischerei werden die Sachen noch selber gemacht und sie ist schon eigentlich alt und es ist wie in einem richtigen Dorf. Ein Wiener. Das war unsere Rundreise durch Altglienicke. Hier bei der Fleischerei ist das Fleisch sehr lecker. Hier werden wir ganz bestimmt wieder herkommen. Und nun zurück ins Studio. Ich habe hier einen Gast in meiner Sendung. Hallo Martin. Hallo. Wir haben jetzt was Preiselbeeren aus Schweden gezeigt. Kennst du denn noch andere Sachen aus Schweden? Ja, also ich kenne so ein Knäckebrot aus Schweden. Mhm. Und das esse ich sehr gerne mit so einer salzigen Butter. Warst du denn schon mal in Schweden gewesen? Ja, wir sind sehr oft in Schweden. Mhm. Wir haben Post bekommen aus Italien und Bulgarien. Wollen wir uns die mal angucken? Ja. Добър ден, за мен една минерална вода. Минерална вода. Солети. Сиренка. Сиренка. Дъвки. Ябълка. Ябълка. Тамбеллоне. Sale e pepe, succo d'arancia, biscotto, crostata, cucchiai. Mal sehen, ob ich das Wort Preiselbeere auch in Italienisch finde. Ah, hier ist es ja. Preiselbeere heißt auf Italienisch Mirtillo Rosso. Josephine, guck mal, hier steht auch Mirtillo Rosso. Wir haben mal wieder ein Quizwort für euch. Saucisson. Saucisson. Und wisst ihr, was es ist und was es bedeutet?
In der nächsten Sendung seht ihr, was wir übers Brot backen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Radis, concombre, radis, jambon, abricot. Fromage, abricot. Radis, abricot, sandwich, concombre, fromage. Radis, sandwich, concombre, jambon, fromage. Abricot. Jambon, fromage. Tot hier.